Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft mit mir, TMWSTREF, und ich will im Voraus schon mal sagen, will mich dafür entschuldigen, dass ich vielleicht irgendwie nicht so ganz, nicht so wie immer klinge. Es ist einfach so, ich würde meine Stimme gerne ein bisschen schonen, weil ich seit ein paar Tagen irgendwie heiser bin und da denke ich mir so, schon dich besser mal, aber ja, andererseits hätte ich auch gerne irgendwie ein bisschen weiter gespielt, aber ich werde dann jetzt einfach nur mir zuliebe einfach ein bisschen versuchen, ein bisschen weniger rein zu sprechen ins Mikrofon und einfach ein bisschen gedämpfter rede, okay? Ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht so allzu schlimm. Naja, gut, okay. So, wir waren ja hier bei, ja genau, Lutz Gate und, haben das Balsamöl, gell? Oder? Oder? Lass mal sehen. Ja, das müssten wir. Ja, das haben wir. Dann 2 von 6 Secrets. Das dritte kommt jetzt noch gleich. Das müsste jetzt noch in der Nähe sein, ja. Oh, wartet mal. So, ich glaube, wir müssen uns nochmal an die Hängeleiter ranschwingen. Nur für eine kurze Zeit. So, ich weiß jetzt nicht, ob das schon die richtige Fläche ist. Ja, doch, das ist sie. Ja, und nun müssen wir irgendwie etwas geschickt springen und ich hoffe, ich habe dafür noch die Energie. Und ich hoffe, das ist richtig. Puh. So. Es kann sein, dass wir wieder ein Medipack benutzen müssen. Kann sein, muss aber nicht sein. Aber, ja, wenn ich jetzt nur ein bisschen auf mich aufpasse, dann wird es bestimmt gehen. Ja. Verzeihung. Auch. Es tut mir tatsächlich immer ein bisschen weh, wenn ich ein bisschen spreche. Das ist, aua. Tut mir im Hals ein bisschen weh. Aber naja, gut, darüber will ich jetzt nicht groß. Das will ich euch jetzt nicht irgendwie groß jetzt noch vorservieren. Aber ja, gut. Secret Nummer 3 ist eingesammelt. Secret Nummer 4 ist auch nicht mehr weit. Kann nicht mehr lange dauern. Sekunde, stopp. Wie kam ich runter? Ich glaube einfach Anlauf? Ja, oder ja, aber von da hinten. Wo die Rampe ein bisschen höher liegt. Ja, genau hier ist es richtig. Und auf geht's. Ja, das geht so. Und wir kriegen auch wieder Gesellschaft von irgendeinem x-beliebigen von einer Wache. Museumswache oder so. Und aber? Nee, es scheint keiner da zu sein. Ach ja, und ja. Ich habe im letzten Part, glaube ich, ein bisschen drauf angedeutet. Auf etwas, was euch bekannt vorkommen könnte. Und zwar hier. Seht ihr das? Diese Sphinx? Kommt euch das nicht super bekannt vor? Ganz genau. So ähnlich ist es doch im Heiligtum des Zion auch gewesen. Na, findet ihr nicht? Ist da auch eine Tür? Ja, guck mal, da ist auch eine Tür drin. Aber die führt jetzt nicht irgendwie unterhalb der Sphinx hindurch. Ja. Naja, das Abenteuer liegt leider schon hinter unserer guten Archäologin. So, aber mir war so, als würde doch noch hier irgendjemand hier rumhängen wollen. Hey, was? Kommt der jetzt von hinten oder was? Tatsächlich.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er würde von... Ich dachte, er würde von vorne oder so kommen. Okay. So, ist hier in den Zwischenräumen denn irgendwas? Nein? Hey! Nee, nix da, hey. Oh Gott. Leute, ich glaube, ich kann das so vergessen mit den... Na komm. Was soll der Geiz? Dafür sind die Medipacks ja schließlich da. Um unsere Gesundheit ein bisschen zu unterstützen. Und wir kriegen es sogar wieder hier, guck mal. Überaus freundlich. Okay, wir müssen hier lang. Ach, Sekunde. Ja, ich erinnere mich. Ich bin mir hier sehr sicher. Aber wartet mal kurz. Nee, okay, das muss... Da muss ich anders ran. Wir müssen hier rauf. Und bevor wir jetzt diesen Block ziehen, ja, nicht drauf reinfallen. Ich frag mich allen Ernstes, warum die Musik hier eigentlich ertönt. Ich meine nicht, dass es irgendwie... Also ich hör sie immer gerne, immer sehr gerne, aber ich frag... Ja gut, ja. Ich frag mich ein kleines bisschen, warum eigentlich hier. Aber, ach ja. Komm, wenn es jetzt, wo sie schon mal da ist, nicht fragen, sondern genießen. Das hat tatsächlich sehr gut getan, diese Musik. Oh Mann, die schafft es immer wieder. Secret Nummer 4. Vielen Dank für deine Offenbarung. Ja. Dann einmal kurz runter. Und dann wieder rauf. Und jetzt, na? Genau das meinte ich eigentlich, das wollte ich. 4 von 6. Mhm, genau, das ist korrekt. Jetzt, Sekunde. Ja, ich glaube, runter. Und jetzt rauf. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber wohin? Da lang? Weiterziehen konnte ich es jetzt nicht, den Block. Ich hoffe, da war jetzt nichts irgendwie hinter diesem Block. Was ich gebraucht hätte, obwohl... ich glaube, wir kommen ohnehin jetzt nochmal daran. Vielleicht? Oder auch nicht? Oh, nee. Oh, hä? Doch? Ja oder nein? Nee, okay, komm. Die Schrotflinte, das Gewehr will ich jetzt nicht benutzen. Ach, ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir bauen uns einfach jetzt mal eine Abkürzung. Weil wir müssen ohnehin, glaube ich, wieder hier rein. Und jetzt einmal ziehen. Ach so, okay, wir müssen jetzt zweimal ziehen und dann können wir durch das Loch einfach nochmal, können wir durch das Loch an die andere Seite. Und kann es vielleicht möglich sein, dass wir jetzt wieder direkt an den Anfang kommen?
Komm schon. Ja, ja. Moment. Hier war das, ne? Genau. Da war die Kante. So. Jetzt probiere ich mal kurz was Gewagtes. Ah, nee, okay. So, okay, wir haben keinen Schaden, aber da ist gar kein Loch an der. An der Wand. So. Werter Kollege. Ich überreiche dir jetzt das Balsamöl hier. Hier an diesem Pult, was ja auch schon so ägyptisch aussieht. Aber ich hätte. Ich glaube, ich habe da sehr lange dafür gebraucht, dass man da was. Dass man da was drauflegen muss, das Balsamöl. Guck mal, da liegt's drin. Und können es auch nicht wieder aufheben. Naja, gut. Aber wir haben unser Pensum hier jetzt erfüllt und gehen nun in die zweite Hälfte des Levels. Und da öffnet sich die Falltür. Und kennt ihr vielleicht dieses Loch noch? Ich glaube, ja, da. Oder auch nicht, nein. Nee, das ist nicht dasselbe Loch. Aber hier fallen wir auch nochmal ganz schön tief. Ja, ich frage mich, wie viele Meter das waren. Also ich glaube, ab einer Höhe von. Warte mal, ab einer Höhe von. Wie war das? Ab einer Höhe von 60 Meter ist der Wasseraufprall tödlich. Oder. Ich glaube, oder? Ab wie viel Höhe? Ich glaube, 60 Metern hat der Mensch eine Fallgeschwindigkeit von 180 km/h oder so, ich weiß es nicht. Und dann ist es. Also wenn der Mensch eine Fallgeschwindigkeit von über 180 km/h hat, dann ist der Wasseraufprall tödlich. Ja, also so ist es leider nicht, dass man einfach mal wie cool einfach mal von der Klippe springen kann und ins Wasser fallen und hui, guck mal, ich bin ein Action-Hero und so. Na. Schön wär's. Der Traum muss leider zerplatzt werden. So, Moment mal, ich hol mir nochmal schnell Luft. Und hier haben wir haben jetzt hier so ein kleines Gefährt. Hier. So, und ja. Mit dem können wir auch schießen. Und das müssen wir auch. Weil hier zum Beispiel ein Krokodil kommt. Ich sehe nichts. Wo? Da. So, also, wir haben schon mal getroffen. Es trifft uns. Also, es kann uns jetzt nicht erfassen mit seinem. Seinem Mund. So, danke. Okay, das Zielen muss ich noch ein bisschen üben. Oh, bitte mal kurz Luft holen. Danke. Wir steigen auch mal kurz ab. Wird doch bestimmt noch was rumliegen. Also ich glaube, hier kriegen wir jetzt. Ich bin mir sicher, hier kriegen wir jetzt ganz, ganz viele Harpunenpfeile. Also ich irre mich ganz bestimmt nicht. Wie zum Beispiel hier. Hier sind zwei Ladungen. Ja, also die Munition von diesem Gefährt, ich weiß, diesem Unterwasserjet oder sowas, hängt von der Anzahl an Pfeilen ab, die wir bei der Harpune haben. Genau. So. Nochmal kurz ein Safe State gemacht und dann jetzt schnell mal nochmal runter. Hier sind noch mehrere Öffnungen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was wir eingesammelt haben, aber daneben liegt nichts, oder? Ja, komm, ist jetzt bestimmt nicht so wichtig. Moment, weiter schwimme ich noch nicht. Ich glaube, wenn ich weiter schwimme, dann löse ich den Einsatz eines weiteren Krokodils aus. Und jetzt runter.
Aha, vielen Dank. Naja, so, ich glaube. Also, ich kann auf den ersten Blick zumindest nichts rundherum erkennen, was um das Podest in diesen kleinen Kammern herum liegt. Da liegt nichts rum. So, einmal Luft holen und dann nochmal runter. Ich glaube, jetzt hole ich aber selbst mal die Harpune in die Hand. 18 Schuss haben wir wieder. Ich glaube, wenn wir jetzt... Ja, seht ihr doch? Da, hört ihr das? Da ist ein weiteres Krokodil. Ich habe es doch geahnt. So, aber... Ja, das ist ja jetzt mal Oberklasse. Das ging ja doch ganz gut. Aber man braucht 8 Schüsse, um ein Krokodil außer Gefecht zu setzen. Donnerlittchen. So, ich glaube, dann hole ich jetzt nochmal dieses Gefährt. Und mir fällt jetzt kein Begriff dafür ein. Unterwasserjet vielleicht? Ich habe mit sowas einfach zu wenig zu tun. Im realen Leben ganz einfach. Ich kenn's nur über Tomb Raider. Oder vielleicht, ja, doch, im realen Leben gibt's das bestimmt schon. So, okay. Wenn jetzt hier nicht irgendwas aus dem Ruder läuft. Sekunde, also ab dieser Stelle hatte ich mal bei der Steam Edition von Tomb Raider 3 mal eine ganz, ganz blöde Situation gehabt. Und ich hoffe, die wiederholt sich hier jetzt nicht nochmal. Wenn ja, dann wäre das voll dumm. Sau, sau dumm. Also ich meine, ja, das ist ja die PlayStation-Version und Steam-Version, da bin ich mal durch diese offene Tür bin ich nicht durchgekommen. Da war irgend so eine unsichtbare Barriere. Das hat mich so aufgeregt. Ja. Diese Musik sagt euch nicht erwischen lassen. Wenn ihr entdeckt werdet, schließt ihr damit das Tor zum 5. Secret. Oder vielleicht ist es auch das 6. Einmal rauf da. So. Na, einmal rauf bitte, Lara. Das wäre super schön. Danke. Wow! Seht ihr das? Wie gesagt, man darf euch nicht sehen. So, also die Tür, da kann ich jetzt durchschwimmen, ja. Und ich erinnere mich noch an einen zweiten Vorfall, genau in diesem Level, ist nicht weit weg von hier. Und zwar konnte ich auch nicht in das 5. Secret reinschwimmen. Und das war, obwohl die Türen offen waren, und da war ich... Wisst ihr, wie angenervt ich war? Das ist so unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und wisst ihr was? Ich glaube, es ist das 5. Secret, was wir jetzt gleich einsammeln. Und das 6. ist eigentlich auch nicht weit weg. Moment. Also Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Bitte, man darf mich jetzt nicht irgendwie entdecken. Also wenn der Alarm angeht, dann könnt ihr zwar auch noch weiterkommen, glaube ich, in diesem Level, aber dann habt ihr die Tür zum 6. Secret einfach dann geschlossen. Und die kann man dann auch nicht wieder aufmachen. So, wisst ihr was? Ich glaube, hier ist es jetzt tatsächlich angebracht, mal eine Fackel zu verwenden. 130, meine Güte, ich bin echt ein stolzer Sammler, muss ich mal so ganz nebenbei sagen. Genau, das ist Secret Nummer 5 und Secret Nummer 6 ist jetzt ganz in der Nähe. Es ist in der Nähe, ja. Aber wir brauchen dafür noch ein paar Schwimmeinlagen, damit wir das richtig machen, damit wir da richtig rankommen und so und... ja. Aber es dauert nicht lang. Aber mit Sicherheit muss es bis auf den nächsten Part warten, weil hier... Mache ich dann jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Wir öffnen eine Falltür irgendwo.
Durch die werden wir reinspringen und durchschwimmen. Wenn, und, ja. Aber hier mache ich jetzt erstmal, wie gesagt, wirklich ein kleines Päuschen. Und ich glaube, ich mache mir jetzt mal einen Tee und hoffe, dass mir das Sprechen nicht so schmerzhaft ist. Daher, ich weiß nicht, ob man das heiser nennt, aber auf jeden Fall, vielleicht habe ich auch nur so eine Entzündung im Rachen und ja, ja, das ist auch, aua, 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 ja, nicht gut. Naja gut, alles klar, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, ich hoffe, ihr bleibt stets gesund und bleibt immer schön optimistisch und ihr selbst, ne? Und macht euch eine schöne und positive Zukunft, ne? Es ist euer Recht, sie so zu gestalten, wie ihr wollt. Und hoffentlich zum Wohle, auch zum Wohle aller Beteiligten, ne? Immer dran denken. Dann habt ihr die schönste Verantwortung, wenn ihr eine schöne Zukunft baut, ne? Gut, alles klar, bis zum nächsten Mal, euer TMW S-Drive und ciao. Ach ja, und für alle die auch irgendwie was erwischt hat, wie zum Beispiel eine Grippe oder so, egal was es ist, gute Besserung. Tschüssikowski.